Respekt, ja bitte, heißt die Kampagne, die ich heute sehr, sehr gerne unterstütze. Und ich würde fast sagen, Respekt, ja, selbstverständlich. In Deutschland sind 1,7 Millionen Menschen in den Feuerwehren aktiv, sind bei der Polizei, sind Rettungskräfte in vielen anderen Bereichen. THW gehört dazu. Und sie alle setzen sich für unsere Sicherheit, für unser gutes Leben ein. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Unter oft ziemlich schwierigen Bedingungen, oftmals ehrenamtlich. Und diese Menschen haben Respekt verdient. Es ist für mich unbegreiflich, dass trotzdem in vielen Fällen ein kleiner Teil der Bevölkerung diese Menschen angreift, behindert, wenn sie ihren Dienst tun. Und deswegen ist diese Kampagne wichtig. Ich finde, Menschen, die für unsere Sicherheit, für unser Leben ihren Kopf täglich hinhalten, haben verdient, dass wir ihnen den Rücken stärken. Und aus diesem Grunde haben wir nicht nur im Bundesinnenministerium eine Kampagne für ein sicheres Deutschland, sondern ist auch diese Kampagne Respekt, ja bitte, richtig und wichtig. Denn einerseits stehen diese Menschen für unseren Staat. Wenn sie Uniform tragen, repräsentieren sie unsere Gemeinschaft, unseren Staat. Und unter der Uniform ist da aber ein Mensch. Und auf diesen Menschen kommt es an und auch der verdient Respekt, verdient Schutz. Aus dem Grunde unterstütze ich nicht nur die Kampagne, sondern empfehle Ihnen auch, wenn Sie das nächste Mal einen Polizisten an einem Einsatzort sehen, bei einer Großveranstaltung, eine Rettungskraft sehen, wie sie ihren Dienst tut oder vielleicht gerade eine Pause einlegt bei einem schwierigen Dienst, gehen Sie einfach mal auf die Person zu und sagen Danke für Ihren Einsatz, denn diese Menschen haben Respekt verdient. Diejenigen, die täglich für unsere Sicherheit einstehen, haben den Respekt und den Rückhalt unserer Gesellschaft verdient. Respekt? Ja, bitte.